Hallo, willkommen zurück bei Pokémon Bei Platin. Platinhirsche. Platinhirsche, die wollen wir ja fangen. Wir wollen die alle finden. Ich sollte mal hier wieder starten. So, jetzt geht's los. Martin. Ich gehe mal. Wir haben gerade mit Muddis geredet. Und jetzt Ach, können zu wir viele Muddys, ja. nach Jubelstadt, glaube ich, wollen wir, ne? Haben wir eine Ja, genau, wir Karte? wollen noch. Es ist nicht so schwer. Gibt es eine Karte? Ich weiß gar nicht. Nun denn, hey, da wollte ich nicht hin. So. Es ist nicht schwer. Wo muss ich denn hin? Muss ich wieder nach St. Du musst Gemme? nach St. Gemme und dann musst du dir von Lucius erklären Wie man lassen. Pokémon fängt. Okay. Wir sind full. Das ist schön. Ich Vielleicht weiß nicht, sollten wir schon ob ein bisschen grinden ich gehen. weiß nicht, ob ich. Ja, ich. Okay. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob ich durchs Gras rennen soll, aber wenn ich renne, dann finden mich eher Pokémon. Also renne ich durchs Gras. Ab dem nächsten Süden. Los, Oswald! Verprügel diesen Vogel! Hau Es drauf! kann nur einen richtigen Vogel geben. Ja! Und zwar einen flugunfähigen. Ja, der es auch nicht mehr richtig gehen kann, Ja, weil er weil Barry ihn verprügelt verprügelt wurde. hat. Also war eigentlich war es das Gymnast von Barry, Aber aber. das ist das eigentliche Ziel dieses Spiels, ist einfach sich an Barry zu rächen. Zu rachen. Rache, das Spiel. In diesem Spiel lernen unter anderem Kinder, was eine persönliche Vendetta ist. Ja, wir erfüllen hier den Bildungsauftrag, okay? Ja, das muss jeder mal erlebt haben. Ja. Ist auch wichtig, dass man für sich einsteht, für sich selbst. Nium. Hallo? Ich renne durchs Gras, lass mich grinden. Danke. Grind, du musst an den Grind, du musst hustlen. Du musst so richtig hustlen, du musst lernen, den Hustle zu lieben. Den Hustle zu hassen. Everyday is hustling, ne? Einmal Mal, hustling. ja. Ja. Everything is suffering. Ja, wir lassen Barry suffern. Yes. Nachdem er uns hat Ich suffern stelle mir das lassen. jetzt auch circa so vor. Wir sitzen jetzt einfach mit unserem Starter zusammen und schmieden ganz coole Pläne. Weil wir beide. Reibt dann so die Flügel aneinander, das kleine Nymph. Das ist die Evil Ente, aber egal. Ich kann mir das auch so vorstellen, dass du den am Schoß hast und du swirlst so around in deinem Stuhl und streichelst den so. Wenn du Level 2, was ist denn da los, bitte? Ja, ne, da kann man nicht so viel grinden. Grinden. Stirb, stirb, stirb! Ich meine, fight, fight, fight! Es muss auch einfach so aussehen, das ist wahrscheinlich so ein richtig beeindruckender Kampf. Ja. Hä? Warum hat Leer so viel Schaden? Ich weiß es nicht. Ein Volltreffer Ja, am Ende. jetzt! Oswald, das muss man irgendwann anders machen. Ich meine, Ja, finaler Stoß ist zwar schon geil, aber du hattest das schon safe. Level 7! Krass. Okay, einmal noch und dann gehen wir weiter. Noch ein starrer Lilly. Wow, diese Vielfalt auf den ersten guten ist einfach geil. Cool. Jetzt kommt ein Shiny rein. Ich glaube dann. Ui, das hat gesessen. Habe ich eine persönliche Vendetta gegen das ganze Spiel. Gegen Let's Pokémon, Play gegen wird Game Freak, gegen abgebrochen. Nintendo. Boswald ist so stark jetzt. Boswald. 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 Nice. So, jetzt gehen wir. So, habe ich eigentlich schon Geld? Ja, du fangst ja an mit Geld. Wow. Wow. Wir haben sogar weniger Geld, weil wir Barry was gegeben haben. Stimmt, krass. Der hat es auch noch abgezockt. Ja, Wahnsinn. Oder wie er sagen würde, der hat uns Strafe zahlen lassen. Ja, weil wir verloren haben. Gegen Barry. Komm bald wieder. Ich hoffe nicht. Ich finde das so schlimm, wenn sie sagen, komm bald wieder. Als Ja. ob sie wollen, dass du mit verletzten Pokémon zurückkommst. Oh ja. Ich gehe jetzt einkaufen. Ich weiß nicht, wie viel man hier schon machen kann, aber man kann Pokébälle kaufen. Man kann Pokebälle Ich kaufen. kaufe jetzt Oh, schon dann können mal. wir, oh, dann können wir aber auf die Route. Route. Wir könnten uns beim See eins holen und auf der Route. Aber ich würde sagen, wir spielen auch mit diesem, dass man nicht doppelte. Ja, das Ding ist halt jetzt, können wir jetzt einfach gehen?
ohne das Tutorial und kriegen es dann nachher, wenn wir weitergehen und ja, über den Weg laufen. Ja, ich glaube, das ist in dem Spiel so. Ich nehme mal 5. Ja. Wollen wir das so machen, dass man die Doppelten nicht fängt, aber man hat halt hat so einen Versuch frei? Also wenn du jetzt ein Staralili fängst und dann nochmal ein Staralili begegnest, kannst du auf der Route theoretisch noch einmal probieren, ob du was anderes kriegst. Ja, und wenn es dann wieder eins ist, dann nicht. Dann hast du es halt leider nicht. So. Den Rest brauche ich erstmal nicht, oder? Aber dann würde ich sagen, gehen wir gar nicht zum Ufer, weil da sind die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass wir da. Gehen wir einfach auf die Route zurück und dann nach oben. Also erstmal ein Staralili und. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen Bediza, was auch nicht. Es wäre nicht so schlecht, weil dann haben wir wenigstens einen Sklaven für unsere VMs. Oh nein. Ein Staralili. Jetzt nur nicht kaputt machen. Ach so, ja, einmal draufkloppen wird schon reichen. Ja. Mit unserem. Hoffentlich quittet er nicht, der Junge. Nee. Hat er nicht vor. Gut. Ey, das ist. Dafür quittet der Junge. Den nehmen wir mit. Den nehmen wir mit, der hat. Der kann was. Der ist Spunk. Spunky. Flup! Wir haben es gefunden. Wie wollen wir ihn nennen? Air Force One. Nein. Einzeln sind sie schwach, daher bilden sie Gruppen. Werden diese jedoch zu groß, zanken sie sich. Das war eine Zusammenfassung von der Gesellschaft. So. Wie können wir ihn nennen? Bob. Wie sieht er aus? Oh ja, nein, Wind. Wie sieht er aus, Bob? Bob ist easy, immer. Bob ist safe. Jeder kann aussehen wie ein Bob. Auch die weiblichen Pokémon. Wenn es sich Mühe gibt. Ja, genau. So. Auch Dimitri. Dimitri. So. Ich gehe mal beide healen. Genau. Upsa. Ich bin zu blöd hier rein zu gehen. Willst du Bob noch? Ich meine, wir können natürlich auch offscreen grinden. Ja. Wir könnten jetzt mal das Tutorial machen. Richtig. Und dann ist wahrscheinlich die Episode schon vorbei. Ja. Aber dann werden wir offscreen ein bisschen leveln, ja, weil das ja nicht so spannend ist. Und wenn dann irgendwas stirbt beim Leveln, dann. Werdet ihr es mitbekommen. Ja. Also, wir werden es mitteilen. So, wo ist denn jetzt? Dammit. Da ist er. Also. Hallelusches. Kirschi, weißt du eigentlich, wie man Pokémon fängt? Nein. Ich fange eins und du siehst genau zu, in Ordnung. Ja, bitte, bitte erklär mir das. Bitte. Das ist gerade nicht gemacht. Das ist ein wildes Konzept. Das möchte ich das gerne verstehen. Ich habe keinen zweiten Pokéball in der Tasche. So. Ich, nein, nein, das siehst du nicht. Nein, nein, nein. Er hat Panflammen. Dauert jetzt eine Million Jahre. Klick doch schneller. Ja, und was hast du heute gemacht? Ja, ne, also ich hab gezockt und jetzt zocke ich schon wieder. Das will ich so manchmal. Ich meine, ich gehe ja nicht raus, ne? Na, warum sollte man auch mal? Dumme Frage, was hast du heute schon gemacht? Ich bin nicht draußen. Wir sind in einer Global Pandemic. Nummer so. Ich gehe nicht raus. Also. Ich nutze jetzt diese kurze Pause, um drüber zu reden. Bitte setzt eure Maske auf. Bleibt so viel wie möglich zu Hause. Trefft euch nicht mit anderen. Geht nicht auf verdammte, unangekündigte Corona-Demos, weil sonst komme ich vorbei und spritze euch mit meiner kleinen Sprühflasche Desinfektionsmittel in die Augen. So macht sie das. Danke, das war nur mein kurzer Moment, den ich hier hatte. Eigentlich sollte man einem Pokémon noch mehr KP abziehen, als ich es getan Du hast ihm habe. Gar keine abgezogen, aber good job. Zieh einem Pokémon so viele KP wie möglich ab. Ein Pokémon ist wie ein Teilnehmer einer unangekündigten Corona-Demonstration. Du willst ihm möglichst viel Schaden zufügen. Ja. Denn ein Pokémon, das alle KP besitzt, ist sehr schwer zu fangen. Oh, und wenn du Pokémon mit einer Attacke in Schlaf oder so versetzt, sind sie noch einfacher zu fangen. Nun dann, Kirschi, für deinen Anfang schenke ich dir 5 Pokébälle. Okay.
Dankeschön. Yeah. Pokebälle. Hast du viele Pokémon bei dir, kannst du weitere Strecken reisen. Und so wirst du mehr Pokémon begegnen. Nun dann, man sieht sich. Hey, das heißt, wir haben eigentlich noch Zeit, um auf der Route auch was zu fahren. Ja. Okay, dann gehen wir mal. Schauen wir mal. Ja, irgendetwas begegnen. Let's go. Ui, Bidiza. Nein, was ist es denn? Ein Bidiza. Oh, yay. Okay, fangen wir das doch mal. Fangen wir ihn. Oswald. Verklopp es. Nicht komplett. Ach, das geht normal. Das geht normal. War schon. Drauf. Volltreffer. Tickle. Du kannst uns nichts. Ich habe einen Pokéball. Oh, ich hätte auch unten reingekommen. Egal. Never mind. Pokéball. Plup. 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 Yay. Okay, wir brauchen einen Namen. Jochen. Ah, okay. Jürgen. Das kam jetzt schnell. Jürgen. Gut. Jürgen oder Jochen? Wir haben jetzt drei männliche Pokémon. Kriegen wir auch mal die Quote? Dickmaus. Dickmaus. cool, die haben rausgefunden, dass die Zähne gleich schnell wachsen von den beiden Pokémon. Das ist krass. Ja, ich jeder, der mit dieser Edition angefangen hat, Pokémon zu spielen, denkt sich erstmal, was ist ein Ratzfratz? Wer? Jochen? Jürgen, Jochen. Was ist dir lieber? Ich bin für Jochen. Jochen? Ja. Jochen. 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 Joachim. Der Jochen. So. Streibung. Hammer gefangen. Will der was von mir? Ja. Oder kämpft der? Der kämpft. Okay, scheiße, dann gehe ich da jetzt nicht hin. Weil den Kampf, den nehmen wir uns für die nächste Folge auf, hätte ich gesagt. Weil vielleicht wird auch noch gegrindet davor. Ja. Und weil wir ja immer asoziale Cliffhanger machen, also. Genau. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns wieder mal für eine Episode und sehen uns dann in der nächsten. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Ja. Tragt eure Masken. Geht nicht auf Corona-Demos. Ja. Tschüss. Tschüssi.